1969, Lebach im Saarland. Ein Verbrechen schreckt ganz Deutschland auf. In einem Wachhäuschen eines Munitionsdepots der Bundeswehr werden 4 Soldaten getötet. Wer ist dafür verantwortlich? Auch in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann wurde nach den Tätern gesucht. Der XY-Experte Ralf Döbele hat sich nach mehr als einem halben Jahrhundert noch einmal auf die Spuren des Verbrechens begeben. Es war das bis dahin aufsehenerregendste Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Hier in einem Munitionsdepot in Lebach wurden 4 Soldaten der Bundeswehr von unbekannten Tätern kaltblütig erschossen. Man rechnete mit dem Schlimmsten, war aufgewühlt, vielleicht eine Terrororganisation oder das organisierte Verbrechen. Für Aktenzeichen XY, damals noch eine sehr junge Sendung im ZDF, wurde dieser Fall zur ultimativen Bewährungsprobe. 19. Januar 1969. Es ist spät am Abend. Noch deutet nichts darauf hin, dass diese unscheinbare Wachbaracke zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens werden wird. In der Nacht vom 19. zum 20. Januar 1969 hatten hier wie immer 5 Soldaten der Bundeswehr Dienst. 3 von ihnen schliefen in einem Nebenraum auf Pritschen, ein Wachabender hatte Dienst und ein Gefreiter patrouillierte das Gelände und kontrollierte die Munitionsdepots. Gegen 3 Uhr morgens dringen Männer durch einen Zaun auf das Bundeswehrgelände ein. Sie werden ein skrupelloses Verbrechen verüben. Einer der Täter schoss auf den Gefreiten Schulz, der zuvor noch Patrouille gelaufen war. Bei einem zweiten Schuss hatte die Pistole Ladehemmung. Der Gefreite Schulz stürzte sich auf den Täter, versuchte sich zu wehren, doch der hatte ein Tauchermesser dabei und stach 7-mal auf den Gefreiten ein, bis er zu Boden ging. Zeitgleich schoss der zweite Täter auf die 3 schlafenden Soldaten und auf den Wachhabenden nebenan. Die 3 Soldaten auf den Pritschen waren sofort tot. Der Wachhabende erlag wenige Wochen später seinen schweren Verletzungen. Der lebensgefährlich verletzte Gefreite überlebt den Angriff. Mit unglaublicher Willenskraft schaffte er es, sich aus dem Gebäude zu schleppen und unter einem Bundeswehrfahrzeug sich zu verstecken. Als die Täter schließlich mit Beute aus dem Depot zurückkamen, vermissten sie eines ihrer Opfer. Hey, wo ist der denn hin? Komm, lass uns abhauen. Sie gerieten in Panik und traten mit ihrer Beute die Flucht an. Der Schwerstverletzte muss noch mehrere Stunden ausharren, ehe Hilfe kommt. Das Verbrechen wurde erst am nächsten Vormittag entdeckt, als der Wachwechsel stattfinden sollte. Den eintreffenden Soldaten bot sich ein grauenvolles Bild. Der schwerverletzte Gefreite torkelte ihnen entgegen. In der Baracke war alles voller Blut und alles war vollkommen verwüstet. Sie fanden ihre toten Kameraden. Die Öffentlichkeit ist schockiert. Wer sind die Täter? Und wie und weshalb kam es zu der Tat? Das Motiv für die brutale Tat war zunächst ein vollkommenes Rätsel. Man spekulierte, ob man es möglicherweise mit einem Akt von Linksterrorismus zu tun hatte. Schließlich spekulierte man auch über das organisierte Verbrechen, ob eine Verbrecherorganisation hier in Deutschland Fuß fassen wollte. Denn man ging davon aus, wenn die Täter es mit 5 bewaffneten Soldaten aufnahmen, dann müssten sie schon verbrechergehörigen Kalibers sein. 8 Tage nach den Morden eine erste Spur. Die Täter melden sich bei 2 Zeitungen. Am 28. Januar 1969 ging dann das erste von 2 Bekennerschreiben der Täter ein. Und zwar wurden die gerichtet an 2 Redaktionen in Hamburg, an die des Spiegel und an die Bild-Zeitung. Dem Bekennerbrief, dem jeweiligen, beide Briefe wurden auf Schreibmaschine getippt, lag jeweils eine Seite des Kontrollbuchs bei, das hier in Lebach gestohlen worden war. Die Täter bekannten sich zu dem Verbrechen in Lebach und sagten den Empfängern, dass es die Bundesrepublik nun mit der sizilianischen Mafia zu tun bekommen würde. Auch die Verantwortlichen der ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst beschäftigt die Frage, wer hinter dem Verbrechen steckt und ob wirklich die Mafia den Überfall begangen hat. Peter Hohl war damals leitender Redakteur bei Aktenzeichen XY ungelöst und Co-Kommentator von Eduard Zimmermann. Er erinnert sich noch gut. Also wer sich nicht das schwächstmögliche Opfer aussucht, sondern ausgerechnet bis an die Zähne bewaffnete Soldaten in ihrem Munitionsdepot aufsucht und dort umbringt, dem ist natürlich eine Menge zuzutrauen. Und sowas gab es bis dahin einfach noch gar nicht. Soldaten wurden bis dahin von feindlichen Armeen umgebracht und nicht von Kriminellen.
Und man wusste zunächst ja auch überhaupt nicht, was das Ganze sollte, wozu das dienen sollte. Kurz darauf ergibt sich ein mögliches Motiv für den Vierfachmord. Bei einem bekannten Münchner Finanzmakler geht ein Erpresserbrief ein, dem ein Polaroid-Foto von in Lebach erbeuteten Waffen beigelegt ist. Die Täter wollen von dem Makler 800.000 D-Mark erpressen und behaupten, 86 weitere Personen hätten einen ähnlichen Brief bekommen. Der Finanzmakler dachte allerdings nicht daran, diesen Betrag zu zahlen. Vielmehr rief er die Polizei. Der Soko Lebach wurde langsam klar, dass sie es bei den Morden möglicherweise nur mit einem Auftaktverbrechen zu tun hatten, das den Weg ebnen sollte zu Erpressungen im groß angelegten Stil. Einer der Täter gibt wenig später auch noch ein Telegramm an den Finanzmakler auf. Eine Postmitarbeiterin kann den Absender des Telegramms beschreiben, der sich Dr. Sado genannt hat. Von dem Mann wird ein Phantombild angefertigt. Die Bekennerbriefe an die Medien wurden alle in einen bestimmten Briefkasten in Frankfurt am Main eingeworfen. Da weitere Briefe erwartet werden, überwacht die Polizei nun diesen Briefkasten. Sie erhält Unterstützung von der Postmitarbeiterin, die den Telegrammabsender Dr. Sado als einzige persönlich gesehen hat. Wird er nochmals auftauchen? Und die Zeugin hielt sich tagelang bereit, um den möglichen Täter zu erkennen. 8 Tage lang hielt man das durch, dann wurde die Aktion erfolglos abgebrochen. Wenige Tage später war eine Aktenzeichen XY-Sendung geplant. Die Sonderkommission Lebach hatte erwogen, dort nach Dr. Sado zu fahnden. Doch dazu kommt es zunächst nicht. Wir haben uns dann mit der Polizei geeinigt, dass wir die nächste Sendung noch verstreichen lassen und einen Film drehen und dann in der übernächsten Sendung mit dem filmischen Grundgerüst dann die Fragen anklären. Wie wichtig die Entscheidung der XY-Verantwortlichen ist, zeigt sich erst einige Wochen später. In dieser Zeit dreht Aktenzeichen XY ungelöst einen Filmfall zu den Morden von Lebach. Der Beitrag über den Vierfachmord wird dann in der Sendung vom 11. April 1969 ausgestrahlt. Wir befassen uns heute zum ersten Mal mit einem Verbrechen, das vermutlich erst zu einem Teil ausgeführt worden ist. Mehrere Menschen haben in diesem Fall bereits ihr Leben lassen müssen, aber es sieht so aus, als hätten die Täter noch weiterreichende Pläne. Und vielleicht gelingt es heute Abend mit Ihrer Hilfe, meine Damen und Herren, diese Pläne zu durchkreuzen. 25 Millionen Menschen verfolgen an diesem Abend die filmische Rekonstruktion der Morde von Lebach. Dabei wird auch der Name des ominösen Dr. Sado genannt. Den entscheidenden Hinweis in diesem Fall lieferte ausgerechnet eine Wahrsagerin. Allerdings hatte dies nichts mit übernatürlichen Fähigkeiten zu tun. Vielmehr saß Madame Bucheler, eine berühmte Wahrsagerin, am 11. April 1969 vor dem Fernseher und sah die XY-Sendung. Madame Bucheler war damals sehr bekannt. Sie tauchte immer wieder in den Klatschspalten auf. Bekannte Politiker und Prominente ließen sich von der Frau die Zukunft weissagen. Madame Bucheler erkannte den Namen Dr. Sado wieder. Er hatte sich ihr als Rechtsanwalt vorgestellt. Im Auftrag der iranischen Botschaft hat er Madame Bucheler gebeten, ihn zur Mutter von Ex-Kaiserin Soraya zu begleiten, um ihr die Zukunft vorauszusagen. Sie war es gewohnt, dass die Kunden zu ihr kamen und dass sie nicht zu ihrer Kundschaft ging. Also lehnte sie die Bitte von Dr. Sado ab. Noch zweimal taucht Dr. Sado bei Madame Bucheler auf, um sie umzustimmen. Einmal kommt er in Begleitung eines zweiten Mannes. Die ganze Sache kam ihr inzwischen nicht mehr ganz geheuer vor. Und so bat sie bei beiden Besuchen einen jeweils anwesenden Gast, nach draußen zu gehen und sich das Kennzeichen des Autos aufzuschreiben, mit dem Dr. Sado gekommen war. Besonders auffällig, es war zweimal dasselbe Fahrzeug. Es waren aber unterschiedliche Kennzeichen. Eines der Kraftfahrzeugkennzeichen war aus Landau. Und dann gab es plötzlich wieder eine andere Querverbindung, weil eine der Tatwaffen, eine der Pistolen, war aus der Asservatenkammer des Amtsgerichts in Landau gestohlen worden. Das hatte inzwischen der Schusswaffenerkennungsdienst des Bundeskriminalamts herausgefunden. Als der Halter des Fahrzeugs, das bei Madame Bucheler gesehen wurde, anhand des Kennzeichens ermittelt wird, sind die Ermittler alarmiert. Das Auto war zugelassen auf einen ehemaligen Justizsekretär des Amtsgerichts Landau. Und jetzt plötzlich wurde die Sache dann ganz heiß.
So kommt die Polizei schließlich auf den 26-jährigen ehemaligen Justizsekretär. Wir nennen ihn hier Walter B. Er ist mit einem gleichaltrigen Mann liiert, der hier Klaus-Peter N. genannt wird. Die Soko ist schon bald sicher. Er ist der andere Täter. Der Polizei kam es darauf an, beide Tatverdächtigen auf einen Schlag festzunehmen. So legte man sich in Landau auf die Lauer, und zwar vor dem Elternhaus von Walter B. Dort erfolgte dann auch der Zugriff am 25. April 1969. Beide Männer wurden zeitgleich festgenommen. Die Mörder aus der Bundeswehr-Wachbaracke sind offenbar gefasst. Darüber hinaus kann die Soko Lebach einen Mitwisser ermitteln. Jörg H., auch sein Name, wurde geändert. Er war in der Tatnacht selbst nicht dabei, gilt aber als sehr enger Vertrauter der beiden. Dann machte Jörg H. eine Aussage gegen seine Komplizen, die schwer belasteten. Es stellte sich heraus, Walter B. und Klaus-Peter N. hatten gemeinsam den Überfall in Lebach begangen. Walter B. hatte die vier Soldaten erschossen und Klaus-Peter N. war der Angreifer mit dem Tauchermesser gewesen. Das ergeben die Geständnisse der beiden Haupttäter. Sie legen sie 11 Tage nach ihrer Festnahme ab. Die Erleichterung über die Aufklärung der Morde ist nicht nur am Bundeswehrstandort Lebach groß. Natürlich hat man als Staatsbürger eine Befriedigung empfunden, dass dieser wirklich fürchterliche Fall geklärt war. Und natürlich als Macher einer Sendung, die jetzt nicht nur eine Stunde Sendezeit füllt, sondern die auch eine Zielsetzung hat, ist man natürlich sehr froh und befriedigt, wenn diese Zielsetzung in einem Fall erreicht wird. Peter Hohl und seine XY-Kollegen konnten nur deshalb zur Klärung der Lebach-Morde beitragen, weil die Fahndung nach Dr. Sardo um einen Monat verschoben wurde, um in Ruhe einen XY-Filmfall produzieren zu können. Innerhalb dieses Monats hatten die Täter weiter den Aliasnamen Dr. Sardo benutzt, bei Madame Buchela. Sie sollte laut Vermutungen der Ermittler entführt und gegebenenfalls ermordet werden. Wer sind die beiden Männer, die so menschenverachtend vorgegangen sind? Sie befanden sich in einer Beziehung miteinander, zu der zeitweise auch der dritte Beteiligte gehörte. Doch weshalb genau kam es zu der Tat? Das Motiv für den vierfachen Soldatenmord war eigentlich vollkommen banal. Die drei Täter träumten von einem sorglosen Leben unter südlicher Sonne, am besten auf einer Yacht, und die Erpressungen sollten dies finanzieren. Die Soldaten sind also für einen vollkommen absurden Fiebertraum gestorben. Es stellte sich dann heraus, mit der geraubten Munition aus Lebach sollten weitere Anschläge verübt werden, um den Weg für weitere Erpressungen zu bereiten. Außerdem stellte sich heraus, ihr Wissen über das Vorgehen der Mafia hatten sie sich tatsächlich in ihrer Stadtbibliothek angelesen. Vermutlich haben sie sich einfach gegenseitig hochgeschaukelt in ihren Fantasien und haben gemeint, das könnte so funktionieren, und haben sich da dann irgendwo rein verrannt, bis es dann zu der Tat gekommen ist. Dass ausgerechnet das Munitionsdepot in Lebach zum Tatort wurde, war kein Zufall. Einer der Täter hatte dort seinen Wehrdienst abgeleistet. Er kannte die Abläufe hier am Munitionsdepot also sehr gut. Außerdem konnte er in seiner Schreibstubentätigkeit auch dafür sorgen, dass sein Name aus sämtlichen Unterlagen der Kaserne getilgt wurde. Und so wurde er nicht überprüft, als die Polizei alle Ex-Soldaten der Kaserne unter die Lupe nahm. Während des Prozesses, der aufgrund des großen Interesses in der Kongresshalle Saarbrücken stattfindet, schieben sich die Angeklagten gegenseitig die Schuld zu. Nach 11 Verhandlungstagen fällt das Urteil. Walter B. und Klaus-Peter N. wurden jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mittäter Jörg H. musste 6 Jahre ins Gefängnis. Er war an der Planung der Erpressung und an der Planung des Anschlags beteiligt gewesen. 2 der Täter sind seit mehreren Jahrzehnten wieder aus dem Gefängnis entlassen. Klaus-Peter N., inzwischen über 80 Jahre alt, sitzt immer noch. Er weigert sich, einen Antrag auf Haftentlassung zu stellen. Auf dem Gelände der Kaserne in Lebach befindet sich außer einer Tafel am Eingang auch ein Gedenkstein, der an das grausame Verbrechen erinnert. An die erschossenen Soldaten Ewald Marx, Dieter Horn, Arno Bales und Erwin Poe.